Es ist so, dass Florian eben ja wirklich richtig Schmerzen hat, nicht auftreten kann und letztendlich auch wirklich Bettruhe verordnet bekommen hat und natürlich jetzt auch untersucht wurde, behandelt wird. Und wir hoffen, dass er morgen beim Training schon dabei sein kann. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wir einiges gut zu machen haben in der Rückrunde, dass wir mit der Hinrunde natürlich nicht zufrieden sein können und dass wir natürlich ein ganz anderes Gesicht zeigen müssen, um ja, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich bin nach wie vor natürlich auch wie die Mehrheit der Werder-Fans nach wie vor optimistisch und zuversichtlich, dass wir dann auch einen ja, Platz erreichen, der uns in der Klasse hält. Und ich denke, es wird trotzdem ein sehr, sehr harter, schwieriger Weg. Und natürlich ist das Spiel gegen die Fortuna jetzt am Samstag ein wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Trotzdem haben wir 17 Spiele und es wird am Samstag so oder so noch nichts entschieden sein, sondern es wird sehr, sehr lange gehen. Wir müssen sehr viele Punkte holen, um dann auch wirklich gerettet zu sein. Und erst wenn wir rechnerisch wirklich dann auch gerettet sind, dann haben wir den Klassenerhalt geschafft. Und das bedeutet in den nächsten Tagen, Wochen noch sehr, sehr viel Arbeit. Also erstmal haben wir ja nie gesagt, dass wir jetzt ganz sicher 2 oder 3 Spieler verpflichten werden. Ne? Ob dann noch ein weiterer Neuzugang dann auch kommt. Das hat natürlich mit vielen Faktoren zu tun. Ne? Das ist natürlich im Winter grundsätzlich etwas schwieriger. Es ist auch so, dass wir finanziell dort natürlich auch sehr, sehr genau hinschauen müssen und auch dort kein unvernünftiges Risiko eingehen wollen. Ja, ich glaube, die 3 Spiele vor der Winterpause waren definitiv nicht das Gesicht, was wir zeigen wollen. Die Mannschaft war da ja auch sehr, sehr selbstkritisch. Ich glaube trotzdem, dass man das letztendlich im Gesamtblick eben auch betrachten muss, dass natürlich dort das Selbstvertrauen nicht da war, dass ja, um dieses Selbstvertrauen wieder zurückzugewinnen, einerseits glaube ich, der Urlaub sehr, sehr wichtig war, dass man ein paar Tage wirklich mal den Kopf frei bekommen hat. Das kann natürlich helfen, insbesondere wenn man ein Spiel gewinnt. Aber wir sind in einer Situation, wo wir in keinem Spiel in der Rückrunde irgendwas zu verschenken haben, ne? Sondern wir werden in jedem Spiel gefordert sein, egal ob es gegen Tabellenletzten geht, gegen Tabellenersten. Wir müssen um jeden Punkt fighten, kämpfen. Und das gilt natürlich insbesondere in den ersten Spielen, weil es schon natürlich hilfreich ist, gut in diese Rückrunde zu starten, vielleicht wirklich auch einen gewissen Lauf zu bekommen, gerade das Thema Selbstvertrauen angesprochen. Da helfen natürlich kleine Szenen in einem Spiel, in denen man sich dann auch das Selbstvertrauen wieder zurückholen kann. Aber ich glaube, für Siege gibt es auch in dieser Beziehung dann keinen Ersatz.